Super Idee. Finishing Move. Was war das denn gerade Cooles? Das will ich ja nochmal machen. Das war jetzt ziemlich abgefahren. Cool, da bin ich ja sehr stolz auf mich gerade. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt möchte ich gerade die Schnellspeichertaste drücken, was natürlich nicht geht. Das ist ja cool gewesen gerade. Das mache ich jetzt immer so. Flump. Ich will nicht die Atmosphäre zerstören, aber hatten wir das nicht schon mal? Ich habe dir gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Wie machst du das? Wieso können wir uns hier sehen und miteinander sprechen? Der Tod ist anders, als du denkst. Er ist nicht das Ende, sondern eine andere Art der Existenz. Eine Existenz, die aus vielen Ebenen und Daseinsformen besteht. Und doch kannst du bislang nur einen Bruchteil davon erkennen. Wie kannst du mir diesmal helfen? Ich kann dir die Fähigkeit geben, sie zu sehen. Was meinst du? Wen? Die Toten. Aha. Blick der Schatten. Na, den werden wir doch gleich mal ausprobieren. Hey, da sind sie ja, Muchachos. Habe ich vermisst? Hi. Huch. Geht jetzt nicht? Warum geht das jetzt nicht? Bah. Zack, 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 zack. Habe ich das richtig verstanden? Cool, ich kann Schlösser knacken. Das ist ja der Wahnsinn. Ha, cool. Zack, 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 zack. Wie cool ist das denn? Jetzt gehe ich hier... Oh, 4 Dukaten. Ja, das bringt's ja. Jetzt gehe ich überall Truhen plündern. Das ist ja cool. Und jetzt kann ich bestimmt, wenn ich jetzt die Toten sehen kann, kann ich bestimmt auch bei diesen Skeletten irgendwas machen. Die ich schon die ganze Zeit so, ja, begutachtet habe. Das ist ja cool. Oh, es wird dunkel. Ich finde es gut, dass beim ersten Mal dann links so Tipps kommen mit dem Blick des Raben und mit diesem... Schattengang-Dingsbums jetzt hier mit dem Schattenblick und Proklamation. Der Doge verbietet das... Achso, das hatten wir schon. Das hing schon woanders. Cool. So, Nox ist jetzt aber abgehauen, was ziemlich doof ist. Ich meine, wir haben zwar eine neue Fertigkeit, aber... Und wir sollten uns nachts hier von fernhalten. War das richtig? Was mir jetzt gerade relativ egal ist, ich gehe jetzt einfach in die Hintergassen und gucke mal, was da passiert. Spätestens am Tempel wurde ja gespeichert. Die ist jetzt auch weg. Kann man hier klauen? Nee. Schade. Das wäre es gewesen. Und da können wir auch noch lang und hier können wir auch noch lang. Aber nein, nein, nein. Nee, da geht's ja raus. Richtig. Aber hier können wir noch lang. Darüber.
Werde ich jetzt aber noch nicht hingehen. Ich will erstmal die Sache mit Nox klären. Das ist hier zum Training. Lasse ich jetzt auch erstmal aus. Oder immer noch. Bandit! Na, zeig mal, was du kannst. Cool, ich kann ja ganz viele so Moves machen. Mann, dass ich das jetzt hinkriege, da bin ich ja stolz gerade. Ich bin cooler als wie du. So, waren das jetzt alle eigentlich? Bestimmt nicht. Ich nehme mal vorsichtshalber so eine Salbe. Weil ich habe ja doch schon ein bisschen was einstecken müssen gerade. Was jetzt nicht weiter schlimm ist, aber... Ein Banditenschwert erhalten. Bist du auch ein Bandit? Schade, dass der letzte Mal nicht funktioniert. Das ist dieser coole Move gewesen, mit dem ich da in der... Mit dem Slow-Mo, mit dem ich die da fertig gemacht habe. So, ich nehme mal noch so eine Salbe. Ob das so klug ist, jetzt nachts zu Nox zu gehen? Nachts in die Dunkelheit. Guter Witz. Hey, Nox. Haha. Kurz konzentrieren. 1, 2, 3, 4. Da-ding. Ich glaube, ich werde dann erstmal zurückgehen danach. Mit euch! Nein! Nein! Lasst mich los! Mann, bin ich cool. Wie bist du? Verschwinde! Ich habe dein Leben gerettet. Warte mal, ich habe dir gerade das Leben gerettet. Sie haben mich gefunden. Ich muss von hier verschwinden. Ich dachte, ich könnte mich hier verstecken. Ich bin mal freundlich. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Warum sollte ich dir vertrauen? Ich habe dich noch nie in dieser Stadt gesehen. Du bist bestimmt ein Spion der Untoten 5. Nein, das bin ich nicht. Was muss ich tun, damit du mir vertraust? In dieser Stadt gibt es 3 Gilden. Den Orden des Heiligen Siegels, die Schattenflügel und das Netz der Maske. Wenn du Mitglied einer dieser Gilden wirst, dann vielleicht, und nur vielleicht, werde ich dir ein wenig mehr vertrauen. Aha. Naja, gut. Dann müssen wir das wohl tun. Aber ich schätze mal, können wir hier klauen? Fisch. So, aber mehr klauen können wir jetzt auch nicht. Was ist das da? Marmelade. Brot. Brot. Tja, na gut, dann beeil dich mal ganz schnell mit dem von hier wegkommen, während ich mich einer der Gilden anschließe. Natürlich erst, nachdem ich mir alle Gilden angeguckt habe. Wäre sonst auch reichlich doof. Und es ist Dusch da. Das war ja klar. Die da oben sind weg. Da weiß ich gerade nicht. Du stehst da immer noch rum. Der steht da, glaube ich, immer. Haben wir eigentlich eine neue Rüstung oder sowas gefunden? Was ist denn das? Schaden 24. Und das hier? Schaden 30. Naja, wohl eher nicht. Ich wollte hier steigern. Konstitution, bisschen Weisheit, bisschen Stärke, so.
Ich mach das so ein bisschen ausgeglichen. Hey, hallo. Nee, man sieht sich. Das war's. Mit dem haben wir nichts mehr zu schaffen. Sind die Banditen wieder da? Nein. Doch. Erwischt. Was ist denn da hinten eigentlich? Das ist ja alles viel zu groß. Das ist verwirrend. Nanu? Nanu? Ist das nur, wenn man runterfällt oder... Ach, da sind direkt zwei. Ach, guck mal, hier wieder ein Rabenblick. Warte mal. Okay, was sieht der da? Wo sitzt der? Der sieht irgendwo oben drauf was. Aber was genau? Muss noch mal gucken. Moment. Wo war denn das jetzt? Da oben drauf. Auf so einem... Ach, da oben ist das. Wie komme ich da jetzt hoch? Ha, guter Witz. Ach so, übrigens, Krähe. Und Krähe. Multikill. Ja, das ist alles hier ein bisschen übermütig, aber pff, es funktioniert. Gesundheitstrank erhalten, gute Sache. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich gehe mal trotzdem hier oben lang. Ach, das geht runter. Na, gibt's da was? Ein Boot. Ach nee, der fährt nur vorbei. Da komme ich bestimmt nicht drauf. Ist das hier so eine Art Geheimabkürzungsgang oder... Das ist bestimmt irgendeine Gilde. Wer bist du denn? Sofort stehen bleiben. Geh mir aus dem Weg, Schwachkopf. Wir regeln diesen Teil der Stadt ab. Der Doge persönlich hat uns dazu autorisiert. Also bleib, wo du bist. Du hast offenbar nicht die geringste Ahnung, mit wem du hier sprichst. Lass mich sofort durch, oder das hier wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Hör mal. Wer auch immer du bist, wir sind in diesem Bezirk die neue Autorität. Und wir haben diese mächtigen Waffen hier. Also bleib, wo du bist, wenn dir dein Leben lieb ist. Machen wir die jetzt kaputt oder nicht? Ach, können wir gar nicht. Wer ist denn die Alte? Gibt's da was? Warte mal. Ich möchte erstmal hier alles durchsuchen. Haus betreten. Ach, kein Schlüssel. Eher schlecht. Tor zum inneren Bezirk. Moment, kurz auf die Karte gucken. Ach nee, so war das. Wo bin ich denn? Ich sehe mich gerade nicht. Ach, da. Okay, hier ist die Gilde der Nachtwache. Und Netz der Maske und noch irgendwas. Boah. Ihr könnt mich doch alle mal. Das ist mir ein bisschen zu groß alles. Hey, du. Das werden sie bereuen. Das werden sie aber sowas von bereuen. Die Raben sollen ihnen die Augen auspicken und die Ratten sollen ihre Zehen abnagen. Und dann sollen sie alle von der Pest heimgesucht werden. Jetzt stehe ich hier und die einzige Person, die mir helfen könnte, hasst mich von ganzem Herzen. Man achte übrigens auf die Rückenschnalle, die super glitzert wie eine Disco-Kugel. Wer bist du denn? Wer bist du? Viel kann ich nicht sagen. Ich beschäftige mich mit Literatur. Das muss genügen. Zufällig suche ich gerade nach einem besonderen Buch. Da musst du mir schon ein wenig mehr erzählen. Es hat mit einer Person namens Sophistos zu tun. Interessant. Also gut, hör zu. Ich biete dir die Möglichkeit, meiner Gilde beizutreten.
Das bedeutet jedoch, dass du dich keiner anderen Gilde der Stadt anschließen darfst. Zudem ist mir nicht erlaubt, dir zu erzählen, mit was sich unsere Gilde beschäftigt. Nur, dass wir uns mit der verbotenen Kunst der Nekromantie, der Totenbeschwörung, beschäftigen. Und dass ich dir helfen könnte, solche Menschen wiederzusehen, die du für immer verloren glaubtest. Benedikt. Eine Liebe aus früheren Zeiten? Vielleicht können wir Fehler der Vergangenheit ungeschehen machen. Wirst du uns folgen, ohne das Ziel zu kennen? Nicht wissend, ob es sich lohnen wird? Man nennt uns übrigens das Netz der Maske.